Das ist Sophia. Sophia möchte wissen, wie intelligent sie ist. Deswegen hat sie sich mit der Psychologin Nina Petermann getroffen. Jetzt sind sie ein bisschen aufgeregt. Ja, schon ein bisschen. Der Test beginnt. Der Raum ist bewusst schlicht gehalten. Nichts soll Sophia in den nächsten 1 bis 2 Stunden ablenken. Es gibt mehrere große Einsatzbereiche für Intelligenztests. Ein ganz großer ist natürlich die Pädagogik, wenn es um Schuleignung geht zum Beispiel. Berufseignungsdiagnostik ist ein weiteres ganz großes Feld, entweder für die Berufswahl oder eben auch bei Einstellungstests ist das eine Frage. Und dann nochmal bei der Feststellung von besonderen Förderbedarfen, vielleicht auch im Erwachsenenalter, falls eine Intelligenzminderung noch nicht erkannt wurde im Vorfeld. Professionelle Intelligenztests sind komplex und umfangreich. Unter Zeitdruck fragen sie Fähigkeiten ab wie mathematische und sprachliche Intelligenz, räumliches Denken, Gedächtnisleistung oder Logik. In ihrem Test muss Sophia unter anderem Symbolreihen passend fortsetzen und Oberbegriffe finden. Was ist die Gemeinsamkeit von Demokratie und Monarchie? Staatsform. Was ist die Gemeinsamkeit von Ei und Samen? Keimzellen. Tatsächlich ist es so, dass Intelligenztests im Großen und Ganzen sich vor allem auf die Erfassung von geistiger Leistungsfähigkeit, von Problemlösefragen, zum Teil auch rechnerischem Denken und Sprachverständnis beschränken. Aspekte wie emotionale Intelligenz oder auch Kreativität werden nicht mit erfasst in den Intelligenztests. Die Idee zu dieser Form von Tests stammt aus dem Jahr 1904. In Frankreich gibt es seit einigen Jahren die allgemeine Schulpflicht. Doch nicht alle Kinder kommen gut in der Schule mit. Deshalb hat der Pariser Psychologe Alfred Binet einen Test entwickelt. Der soll vorhersagen, ob ein Kind erfolgreich sein wird oder ob es Förderbedarf hat. Binet entwickelt verschiedene Testaufgaben, gestaffelt nach dem Alter der Kinder. Zu den Aufgaben für 6-Jährige gehört es zum Beispiel, rechts von links zu unterscheiden. Achtjährige sollen unter anderem von 20 bis 0 rückwärts zählen. 20, 19, 18. Wenn ein Kind 17, alle Aufgaben seines Alters lösen kann, entspricht sein Lebensalter seinem Intelligenzalter. Kann ein 6-Jähriger Aufgaben für 7-Jährige lösen, ist er begabt. Kann er nur die der 5-Jährigen, ist er zurück. Wie viele Kugeln haben wir jetzt hier insgesamt? 25. Das ist auch richtig. So einfach funktioniert es heute nicht mehr. Die Testaufgaben, die Sophia gerade zu bewältigen hat, sind deutlich komplizierter. Und sie wird auch nicht mehr an dem gemessen, was man in ihrem Alter so können und wissen sollte, sondern daran, was der Durchschnitt einer vergleichbaren Gruppe kann und weiß. Kann Sophia genauso viele Aufgaben lösen wie der durchschnittliche erwachsene Deutsche, liegt ihr IQ bei 100. Schafft sie mehr, ist sie intelligenter als der Rest. Schafft sie weniger, ist ihr IQ geringer. 2/3 der Testpersonen erreichen Werte zwischen 85 und 115. Und damit 100 immer der Mittelwert bleibt, werden die Tests etwa alle 10 Jahre angepasst. Werden die Menschen intelligenter, werden die Tests schwieriger. Oder andersrum. Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen Intelligenztests und sowohl schulischem als auch beruflichem Erfolg, der allerdings nicht überzubewerten ist. Natürlich spielt Intelligenz eine große Rolle. Es gibt aber auch immer wieder andere Faktoren, die das Ganze noch mit beeinflussen. Sowohl in der Schule als auch im Beruf ist natürlich die persönliche Leistungsmotivation immer wieder ein Faktor, der auch eine Rolle spielt. Begeisterungsfähigkeit, Frustrationstoleranz, Impulsivität, Ausdauer. Das sind alles Dinge, die eine Rolle spielen. Am Ende erfassen Intelligenztests also nur einen von mehreren Erfolgsfaktoren. Doch sind sie gut geeignet, um besondere Begabungen oder Defizite zu erkennen. Und genau dafür wurden sie ja schließlich mal erfunden. Das war großartig. Wenn Sie mehr davon haben wollen und wenn Sie mich nackt sehen wollen, dann drücken Sie bitte hier drauf. Nein, es war ein Witz. Ich bleib angezogen. Aber wenn Sie mehr sehen wollen, dann schon da drücken, weil das ist zum Abonnieren von unserem Channel.